So, es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Spiele, die wir hier noch haben. Oh, wie war das? Oichi Kaicho? Oichi Kabu, hier. Want to join us? Play Beginner. Wir kennen uns da nicht aus. Sounds like fun. Ja, voll viel und so. Wir holen uns hier auch was. Da laufen auch Nachrichten im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Es ist auch ein Kartenspiel. Ich weiß es nämlich nicht. Es ist ein Kartenspiel. Oh, Jesus, ey. Wenn ich das schon wieder sehe. So, mal kurz. How to play. This game is played with a Kabufoda or a Hanafuda deck, but only the cards from January to October are used. Also, das sind dieselben Karten, die wir schon kennen. Each month has a numeric value equal to the month number. Example, January is 1 and October is 10. 10. Okay, dann wissen wir, dass diese Karten verschiedene Werte haben. Players each dealt 2 or 3 cards, which they then total. For totals over 10, only the last digit once plays is used. The player closest to 9 wins. Also derjenige, der am nächsten zu 9 ist, gewinnt. There are 4 players, including a bank, the banker player against the other players who place the bets. The banker changes when a round ends. Okay. Rules. 4 cards are dealt face up onto the table. Das sind quasi die 4 Karten wie bei Hold'em. Ne? Each player select 1 card from the 4 on the table as the one to bet on. Next, each player receives an additional card from the deck. The non-banker player may stand with 2 cards or draw a 3rd card to go into the showdown with a total of 3 cards. Players who choose a 3rd card draw it from the deck. Okay. The banker draws once the 3 players are standing. After drawing 2 cards, the banker may choose to draw a 3rd. The banker may choose which players to challenge with 2 cards and which to challenge with 3. Okay. Once the winner decided and the points calculated, the banker changes and the game proceeds to the next round. Payouts are 4-1 and 9-1 pay double you bet, while a 3 of a kind triple. Okay. Okay, okay, okay. Normal and special hands. Player receive 2 or 3 cards and try to make the ones place of the sum is close to 9, das wissen wir schon. The value of the 10th place does not affect play. Example, a total of 19 on 9 would both have the same score of 9. Hm? A score strength is determined by how close the sum is to 9. The closer it is to 0, the weaker it is. The following page shows the name of the hand. Okay. Some cards can form special hands. For 1, the first 2 cards dealt were 4 and 1. Value only the players. Pays double the bet. The first 2 cards. Okay, dann sind wahrscheinlich nur die, wie viel sie dann wert sind. Egal, wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, ob wir das irgendwie herausfinden. Ich weiß nicht mal, was das für ein Monat ist. Was? Was sind meine? Ach, da oben. Showdown. Wir haben ja scheinbar 8. Was gar nicht mal so schlecht ist. Select Player to Challenge. Sind wir die Bank oder was? Also, die haben jetzt... Zählt das dann von vorne? Ah, es gibt keine 10, sondern das zählt dann immer von vorne. Das ist dann eine 2. Der könnte jetzt eine 1 haben zum Beispiel. Wäre relativ nah dran. Komm, ich fordere mal gelb heraus. Der hat eine 6. Yush! Yush!
Use. Gleichstand. Jetzt habe ich alle gewonnen. Okay. Play again. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ach so. Ach, da muss man sich schnell entscheiden. Okay, gut. Das wäre quasi eine 9. Dann brauche ich eigentlich eine 10. Und dann, und dann sagen wir, wie viel wir wetten. Okay, ich setze mal jetzt. Ich sag mal, ich setze mal 80. Ich verstehe, ich verstehe. Da mache ich mal eine. Das wäre unsere Karte. Nee, mache ich Showdown. Oder? Ist es richtig? Wir kriegen jetzt noch eine 8 dazu. Nee, Moment. Nein. Victory. Okay. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber scheinbar gewinnen wir. Ich spiele mal weiter. Also wenn wir eine 9 haben, dann ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Ach, wir können nur 100 setzen. Okay, dann machen wir das mal. Ich bin gerade verwirrt. Ach, das ist der Typ, der hat die... Ah, okay. Draw a card. Jetzt habe ich es gecheckt überhaupt. Five. Ach, jeder gewinnt jetzt gegen die Bank. Verstehe. Einmal mache ich das nochmal gegen den Typen? Ich bin total verwirrt hier in dem Spiel. So würden wir die 8 kriegen. Ach komm, ich setze auch nochmal 100. Ich guck immer falsch. Ich guck total falsch. Ich denke immer, ich bin das da oben und suche da eine Karte aus, aber das stimmt ja gar nicht. Wir haben jetzt 5 und 7. Das ist 13, das ist wenig. Draw mal noch eine Karte. Das ist immerhin 8. Ah, und der hat eine 9. Eid. Okay. Gut, wir haben das Prinzip ungefähr verstanden. Man muss nur darauf achten, wo man ist. Wir haben jetzt gewonnen, immerhin. So ein bisschen was. 22.000 ist wenig, aber es geht jetzt darum, nur um die Spiele kurz kennenzulernen. Ich glaube, mehr werde ich jetzt hier auch nicht erreichen. Und es gibt noch ein letztes Spiel. Es sind ja 4 Spiele, glaube ich, innerhalb hier gewesen. Was ist das? Oh, es ist auch ein Würfelspiel. Krelo ist really fun. Mal schauen. Was Krelo ist, play. Alright, I will play. Das machen wir auch so. So. Ich habe mich schon gefragt, wo diese Würfelspiele sind. Jetzt werden sie scheinbar freigeschaltet. What a player. Wir haben jedes Minispiel quasi gespielt, deswegen kriegen wir jetzt Trophäe. One roll triple. Confirm bad amount. Throw dice. One roll triple. Ich weiß nicht mal, was das heißt. So. Let's choose the banker. How to play. Ich hoffe, das ist nicht so lange. Introduction. Ist ein 4-Spieler-Spiel mit 3 Würfeln. 3 dice are rolled. And if 2 numbers match, the third non-matching number becomes the point. Ah, okay. Man muss einen Pasch würfeln und der dritte Würfel, der sagt, wie viele Punkte man bekommt. Players compete for the highest point. Also 6 in dem Fall. How to play points. A point value determines a strength of point of 6 is the strongest and 1 is the weakest. You win with a point. If you win with a point of 1 through 6, the return is the same as you bet. If you do not establish a point after 3 rolls, it is counted as an automatic loss. If any of the dice fly out of the ball, it's continued missing the pot. Which is also automatic loss. Also wenn die aus der Schüssel rausfliegen, ist vorbei. There are numbers of additional combination that hold special values. Zum Beispiel wahrscheinlich, wenn man 3... Ah, eine Straße zählt auch. Trips. 3 of the same number. The number... Triple your stack.
all once is called an ace out and quintuples your stake, also wird sogar noch mehr. And doubles your stake is automatically loss of double your stake. Was? Wenn wir 1, 2, 3 würfeln, ist das sogar schlecht. Und dann gibt es noch ein paar andere Kombinationen. Ich glaube, die kriegen wir aber mit first. Banker selected, the remaining players place their bets, which the banker mats. The banker rolls first, followed by each player. Bets are settled after all rolls have been completed. However, the outcome of the game is decided on the spot if the banker rolls one of the combinations on the next page. Okay. On their first turn, a player can decide to fortify their right of free tries and instead throw the dice only once, but with a triple payout. Ah, okay. Das heißt das also. Man kann auch nur sagen, okay, ich will nicht dreimal würfeln, ich würfel nur einmal, aber da ist bestimmt ein Punkt mit bei und deswegen würfel ich dann so. Okay, verstehe. Okay, okay, okay. Ich sehe. Ach, das wird jetzt abgezählt. Ah, okay, cool. Wie viel setzen wir? Komm, wir machen mal Safety hier 300. So, jetzt würfeln wir scheinbar. Der würfelt einmal und hat einen Punkt. Wenn ich das richtig sehe. Roll one. Ach, jeder gewinnt? Wusste ich gar nicht. Verliert man bei einer 1? The banker got a 1, losing the same amount as the stake. Ah, okay. Jetzt bin ich der Banker. Eine 5. Roll 5. Gewinne ich oder verliere ich? My turn. Ah ne, jetzt habe ich 5 Punkte gemacht. Okay, solange niemand eine 6 macht. Ist das irgendwas? Ich glaube nicht. Das sieht auch nach nichts aus. Achso, der wirft ja dreimal, stimmt ja. No points. Du hast schon mal verloren. Okay. Cool. Oh, fast hätte er was gewonnen. Zweiter Wurf. Cool. Kann man das beschleunigen? Hm, der hat 3 Punkte gemacht. Roll 3. Reicht aber nicht, um an die 5 zu kommen. Es gibt nur noch die Möglichkeit, die 6 zu schaffen oder einen Pasch oder sowas zu machen. Hä? 3, 4, 5 ist nichts. Ist keine Straße. Der hat auch 3 Punkte. Sehr gut, wir haben gewonnen. Roll 3. So, wir kriegen das Geld rein als Banktyp. Komm, ich setz auch noch mal 200. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier in so ein Spiel reinkommen. Macht aber Spaß. Ich mag das. Tatsächlich. Ich wünschte nur, die würden schneller werfen. Ist jetzt nichts. Nichts. No points. Also wenn. Und dann. Achso, wenn der Bankier überhaupt nichts hat, dann kriegt man auch einfach das Geld. Ah, okay, verstehe. Ja, dann setze ich nochmal 300. Cool. Ist was? All odds? Ach, alle ungerade. Ah, das ist quasi 3. Okay, cool. Vier, fünf, sechs. Spielt man eigentlich gegen den Banker oder gegen alle? Hm.
Ach, ich werfe mal ganz normal. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, was da bekommt. Das war nichts. Und hopp. Auch nichts. Eins, zwei und... Komm schon, irgendwas. Na, zwei Punkte. Da ist nichts. Ist nichts. Haben wir verloren. Der hat auch ungerade All Odds. Okay. Stehen. Nein. Da muss man sich auch die Hände anschauen und dann hat man das auch verstanden. Ja. Cool. Wir sind jetzt aus dem jedem Spiel quasi als Gewinner irgendwie rausgegangen. Wir haben auf jeden Fall alle Spiele kennengelernt, was ganz cool ist. Freut mich eigentlich auch. Huch. Jo, Anta. Oh, it's you. Hm? What, you forget? You brought us around a while back. それで、あんたに立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。Genau die habe ich gemeint vorhin. 確か第三公園であったな。そうそう。思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる。家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ。それじゃお仲間ってわけだ。ああ。それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ。そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな。俺はそっちの気はねえんだ。Keine Angst. Haben wir nicht vor. バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ。あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。Danke schön. そうだな。一泊10万でどうだ。は？なんてな。冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな。ありがとう。Ja, das ist doch nett. Der hat uns, der nimmt uns quasi auf. Also ich will da jetzt noch nicht reingehen. Okay. Solange wir nichts klicken, gehen wir da auch nicht rein, weil wir haben ja, eigentlich haben wir ja hier noch ein bisschen Zeit. Können hier noch mal ein bisschen rumlaufen. Hier wird es wahrscheinlich aber keine weitere Karte geben, leider. Zwei haben wir noch gefunden. Aber uns fehlen dann eben halt auch noch zwei andere. Aber da drüben gab es noch einen Typ, der mit uns sprechen wollte, konnte. Jetzt gucke ich mal, ob der noch was sagen möchte. Hi there. This here is a very old gambling den. Ah, we use wooden tags to bet here. You can exchange your cash for tags at any of the games. Any tags you are left would after a game get exchanged back into real money. Okay, wir haben es schon gerade mitbekommen, so long story short, if you got money, you are good to try your luck at any of the five oder fine games. Das Lustige ist, es ist krass, wenn die hier wirklich Millionen haben, die Leute. Lass den armen Mann hier vorbei. Okay, cool. Wir haben aber jetzt trotzdem alles ausgeprobiert. Hier. Und es hat ziemlich viel Zeit gefressen. Mehr als ich dachte. Zwei Karten haben wir gefunden, mehr nicht. Ich laufe jetzt hier nochmal lang. Ne, ich glaube, wir hatten ja sogar die eine Karte gefunden schon. Ja, leider ist hier nichts weiter. Ich hatte gehofft, dass wir hier noch irgendwas finden, aber scheinbar nicht. Schade, ich laufe nochmal hier an dem Springbrunnen vorbei, wo da die Taube auf diesem Kind da sitzt, oben auf dem Kopf. Auch hier scheint nichts zu sein mehr. Okidoki, ja, dann wissen wir, dass wir hier jetzt würfeln können, was ganz nice ist. Gut, ich gehe mal hier zu der Maschine, hole da noch was für wenig Geld. Und dann würde ich die Aufnahme beenden und dann auch private. Oh, Top Grade, super, brauchen wir. Fangen wir vielleicht einen Fisch.
würde dann die Aufnahme beenden und hier privat erst nochmal ein bisschen weiterspielen, um unsere Gewinne nach oben zu treiben. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr habt ja die Grundprinzipien der Spieler erfahren. Die sind auch gar nicht so schwer. Bei dem einen muss man halt ein bisschen die Hände studieren. Die anderen sind vergleichsweise dann einfach vom Spiel. Man braucht dann einfach nur ein bisschen mehr Glück oder sowas in der Art. Ja, ich danke fürs Einschalten. Kann sein, dass die Folge gleich weitergeht. Vielleicht aber auch nicht. Weiß nicht. Kommt drauf an, wie ich das jetzt schneide. Ja, beim nächsten Mal geht es dann auf jeden Fall weiter. Und dann verbringen wir mal eine Nacht mit den Obdachlosen. Und ja, mal schauen, wo uns es dann das nächste Mal hintreibt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.